Dies ist ein weiteres Video zum Thema lineare Gleichungssysteme und hier geht es nochmal um das Gauß-Verfahren. Dies hier ist der zweite Teil zum Gauß-Verfahren, denn hier geht es jetzt um ein lineares Gleichungssystem von drei Gleichungen mit drei Unbekannten. Und genau wie vorher schon erläutert, ist es mein Ziel, dieses Gleichungssystem jetzt in folgende Form zu bringen. So, das heißt hier so eine Dreiecksform hier vorne, sodass ich die Variablen jetzt von z an rückwärts hier einsetzen kann und so Stück für Stück meine Variablen bestimmen kann. Wichtig, bevor ihr anfangt, dass ihr das Gleichungssystem oder die einzelnen Gleichungen auch so sortiert habt, dass die Variablen hier schön in alphabetischer Reihenfolge stehen und schön untereinander. Denn jetzt kann ich anfangen zu arbeiten. Also als erstes möchte ich hier die zweite Gleichung oder die dritte Gleichung in diese Form bringen, sodass das x vorne fehlt. Das heißt, ich muss hier zwei Gleichungen finden, sodass ich das x durch das Addieren oder auch Subtrahieren der Gleichung vorne verschwinden lassen kann. Und da fällt hier sofort auf, wenn ich die erste und die zweite Gleichung nehme, die müsste ich in diesem Fall nicht subtrahieren, sondern addieren. Dann würde ich, wenn ich hier vorne in der vordersten Spalte die x zusammenzähle, auf 0 kommen. Das heißt, diese beiden Gleichungen nehme ich. Und in diesem Fall addiere ich die beiden Gleichungen. Ich kann die Gleichung also sowohl addieren als auch subtrahieren. Ich mache hier so einen Strich drunter, damit ich jetzt weiß, dass eine neue Gleichung, ein neues System anfängt. Die erste schreibe ich einfach nochmal ab. Und die neue zweite hier erhalte ich, indem ich die beiden Gleichungen addiere. Dann habe ich hier 2x plus minus 2x, das wird zur 0, die kann ich auch weglassen. Dann hier runter habe ich 2y. Plus 2y macht 4y. Und 2z plus z macht 3z. Und 2 plus 4 macht 6. So, jetzt habe ich schon mal diese Form hier erhalten. Jetzt muss ich das zunächst mit der dritten Gleichung auch machen. Denn ich kann jetzt nicht gleich hier auf diese Form kommen in der dritten Gleichung. Denn die dritte Gleichung hat ja in diesem Fall auch drei Unbekannte. Ich muss also auch die dritte Gleichung erstmal auf zwei Unbekannte reduzieren und natürlich auf die zwei gleichen Unbekannten, die ich hier auch stehen habe. Das heißt, ich muss auch mit der dritten Gleichung jetzt sehen, dass vorne das x verschwindet. Das kann ich weder über die erste Gleichung noch über die zweite Gleichung direkt schaffen. Ich muss erstmal dafür sorgen, dass hier vorne auch ein 2x steht. Das heißt, ich multipliziere die gesamte Gleichung mal 2. Dann würde diese Gleichung hier folgendermaßen aussehen. So, ich habe das jetzt hier oben mal reingeschrieben, weil ich möchte jetzt hier die erste und die dritte Gleichung addieren, um dann hier die neue dritte Gleichung zu erhalten. Wenn ich die erste und die dritte addiere, habe ich hier vorne 2x plus minus 2x macht hier vorne wieder 0. 2y plus 2y macht 4y. 2z plus 2z macht 4z. Und 2 plus, hier ist jetzt die 4 draus geworden, 2 plus 4 macht 6. So, jetzt habe ich hier in meinem neuen Gleichungssystem noch nicht ganz diese Form erhalten, denn auch die untere Gleichung hat jetzt hier noch zwei Unbekannte. Das heißt, ich konzentriere mich jetzt auf diese beiden Gleichungen hier unten und sorge dafür, dass ich sie auch in so eine Dreiecksform hier oben bekomme. Das mache ich, indem ich hier wieder die vordere Unbekannte eliminiere. In diesem Fall habe ich es schon einfach, weil die Anzahl hier bei beiden y gleich ist. Ich brauche einfach nur die beiden Gleichungen voneinander abziehen. Dann bekomme ich folgendes Gleichungssystem. Die erste Gleichung hier kann ich einfach wieder abschreiben. Die zweite Gleichung, die veränderte zweite Gleichung auch. So, und ich muss jetzt, indem ich die beiden Gleichungen 2 und 3 voneinander abziehe, erhalte ich eine neue dritte Gleichung. 4y minus 4y macht 0. Das ist ja das, was ich kriegen wollte. 3z minus 4z macht minus 1z. Und 6 minus 6 macht 0. So, jetzt habe ich genau diese Form, die ich hier oben haben wollte. Diese Dreiecksform hier vorne. Und jetzt kann ich mit der untersten Gleichung anfangen und die erstmal direkt nach z auflösen. Das ist in diesem Fall ganz einfach. Ich erhalte also z gleich 0. Das setze ich jetzt hier
in die nächsthöhere Gleichung ein, also nächsthöhere die Gleichung, die eine unbekannte mehr hat, also hier in die zweite Gleichung. Dann erhalte ich aus dieser Gleichung, wenn ich hier für z jetzt 0 einsetze, 4y plus 0 habe ich jetzt weggelassen, gleich 6, teile durch 4, y ist gleich 6 Viertel, oder das kann ich noch kürzen auf 3 halbe. Jetzt kann ich die beiden Werte nehmen und hier oben in die oberste Gleichung einsetzen. So, ich habe die hier nochmal so hingeschrieben. Hier muss jetzt der Wert für y rein und hier der Wert für z. Hier schreibe ich einfach die 0 rein und hier kommt die 2 Drittel rein, 3 halbe rein. So, jetzt habe ich hier oben nur noch eine Gleichung mit nur noch einer unbekannten x. Das schafft er sicherlich selber, die mal nach x aufzulösen. Und dann fehlt mir zum Schluss nur noch meine Lösungsmenge anzugeben. Hier vorne der x-Wert, dann der y-Wert und hinten z. Gut, ich glaube, jetzt kann man ganz gut sehen, wie einfach es ist, nach dem Gauss-Verfahren auch drei Gleichungen mit drei Unbekannten zu lösen. Das ist mit dem Einsetzungsverfahren nämlich nicht mehr ganz so einfach. Zum Schluss noch ein paar Fragen, damit ihr sicher gehen könnt, dass ihr die wichtigen Informationen aus diesem Video auch verstanden habt.